Begleitsaaten im Raps. Ich habe es im letzten Herbst das beim neuen Ölpool das Kreuzerl Begleitsaaten Raps gesetzt. Wir wollen euch heute sagen, wie sich das in den letzten Jahren in die Versuche verhalten hat und im Speziellen jetzt da in einem Versuch bei der Familie Spatt in Steinhaus bei Wels, wo wir im letzten Herbst eben diese Begleitsaat angelegt haben, dann den Raps eingesaat und wie sich das Ganze vom Herbst her bis zum Frühjahr jetzt entwickelt hat. Ja, so schaut das jetzt momentan aus, am 29. März. Zuvor blenden wir aber ein paar Bilder ein. Der Versuch ist ausgesät geworden Anfang September. Ihr seht dann jetzt Bilder von der Entwicklung beim Aufgang am 15. September. Am 27. September, wie die Bestände dann ausgeschaut haben, wie sie sich am 31. Oktober, also Ende Oktober, entwickelt gehabt haben und wie es schlussendlich am 21. Dezember schon leicht abgefrostet ausgeschaut hat. Jetzt aber dazu, wie schaut es im Frühjahr aus? Wir sehen da zwischen die Reihen, es hat einiges Abfrostendes gegeben, das ja damit weg ist. Aber was übrig geblieben ist, ist sehr viel Klee gewesen, durchaus erwünscht fürs Frühjahr, der wäre jetzt bodendeckend unten drinnen blieben. Leider ist auch einiges an Vogelmiere überblieben und aus dem Grund ist da jetzt in dem Versuch eine Behandlung mit Corvetta gemacht worden. Ja, so in etwa präsentiert sich das Ganze nach Frühjahr mit den Begleitsaaten. Wenn ihr Fragen dazu habt, die Mischung wird es ab heurigen Herbst geben für die Begleitsaaten. Fragen dazu von der fachlichen Seite her entweder an meinen Kollegen Raimund Brandstätter von der Abteilung Zwischenfrüchte oder gerne auch an mich. Danke!